Sie recht herzlich zur Wochenwettershow für die Region Arlberg. Wir erleben die zweite richtige Frühlingswoche in Folge. Es ging ja schon am Montag ziemlich gut los. Schauen wir mal auf unsere Livecams hier in St. Anton am Arlberg. Da schien die Sonne und es waren nur ganz, ganz wenige Wolkenfelder da. Das gleiche in Lech am Arlberg. Sonnenschein, dünne Schleierwolken und hier die tief verschneite Winterlandschaft. In der Nacht zieht eine Kaltfront durch, die ist aber so schnell, dass es dann am Dienstag schon wieder recht freundlich aussieht, mit Sonnenschein, mit harmlosen Wolken und es recht mild wird mit Werten bis zu 11 Grad unten in St. Anton. Und dann kommt der Trend für den weiteren Wochenverlauf. Ein dickes Hochdruckgebiet sorgt für zwei wunderschöne Tage. Mittwoch, Donnerstag, viel, viel Sonnenschein, Temperaturen bis zu 15 Grad. Da wird es also richtig warm und erst am Freitag nähert sich wieder eine Kaltfront und die bringt neben Bögenwind auch Regenschauer und einzelne Gewitter. Seit 1993 gibt es ihn, den Lecher Festwein. Er begleitet viele Jubiläen, Musikfeste, Stammgästetreffen und die Partnerschaften mit Campen auf Sylt zum Beispiel, Beaver Creek in Colorado und Hakuba in Japan. Und Sie sind herzlich natürlich zur Weinverkostung eingeladen, und zwar am Freitag, den 17. April in Lech am Arlberg. Da sage ich zum Wohl. Und wir schauen mal, ob auch unser Wohl vom Wetter befriedigt wird am kommenden Wochenende. Da haben wir Samstag, Sonntag und Montag eigentlich drei recht schöne Tage vor uns. Am Anfang noch ein bisschen unsicher der Samstag. Der könnte noch dichtere Wolken und einzelne Regenschauer bringen. Aber dann setzt sich erneut die Sonne durch. Es wird nicht mehr ganz so warm wie die Woche über. Aber hier 8 bis 12 Grad zu Wochenbeginn sind ja auch nicht allzu schlecht. Wenn am Samstag, am 18. April nachmittags die Lifte schließen, da geht es im Skigebiet St. Anton am Arlberg erst so richtig los. Der Tag des Weißen Rausch, das Kult-Skirennen, das seine Teilnehmer alljährlich an ihre sportlichen Grenzen treibt. Schon tagsüber liegt eine knisternde Stimmung in der Luft und um 17 Uhr, da wird es dann ernst. Dann begeben sich 555 Skifahrer, Snowboarder oder Telemarker an den Massenstart beim Waluga-Grat auf 2650 Meter. Und vor den mutigen Teilnehmern liegt eine 9 Kilometer lange Abfahrt mit wirklich anspruchsvollen Pistenverhältnissen. Und es gilt eine Rekordzeit von 7 Minuten und 40,6 Sekunden zu knacken. Wir sind alle gespannt, ob das klappt. Und das Partnerschaftsfest, das sogenannte Sister Resort Party, ist der Höhepunkt des alljährlichen Treffens der Lecher Partnerorte. Genießen Sie kulinarische Spezialitäten aus drei Kontinenten sowie Jazzmusik und lernen Sie die Vertreter aus unseren Partnerorten persönlich kennen. Im Verlauf des Abends wird der Siegerwinzer des neuen Lecher Festweines bekannt gegeben. Und damit wünsche ich Ihnen eine schöne Frühlingswoche und viel Spaß bei uns in der Region Arlberg.